Ja Leute, Junior am Start und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Gothic Let's Play. Im letzten Part haben wir ja diesen Basser hier auf die Fresse gehauen. Und wir haben ein bisschen viel kassiert. Erstmal was trinken hier. Okay, das bringt jetzt relativ wenig, das Fleisch hier. Mein letzter Part war ja etwas kürzer. Und deswegen wird der Part etwas länger. Hoffe ich mal, dass ich das gut getimt habe. So, mir fällt gerade auf, dass ich gar nicht geguckt habe, wann ich angefangen habe. Moment mal, das muss ich gleich mal nachholen. Okay, alles gut. So, da sind schon die ersten Feldräuber. Mal gucken, ob ich den pack. Eigentlich schon, ja. Ich habe lange Zeit kein Gothic mehr gespielt. Also den Part gestern hatte ich schon vorher aufgenommen. Da ich ein paar Probleme hatte. Oh, da liegt was auf dem Boden. Ein Ding der Banditen. Oh, die Looker sind ziemlich stark, vor dem muss ich aufpassen. Zwei auf einmal. Es kommt nur einer, gut. Der andere hat sich im Busch versteckt, feige Sau. Ich habe jetzt 2 Wochen keine Schule, das heißt zocken werde. Und ein paar Parts raushauen werde. Da bringt ich Bock jetzt zu Let's Playen. Und man, ey, wie der Typ mit dem Schwert rumzappelt. Ey, aber hier levelt man ganz schön gut. 20 Lernpunkte habe ich schon. Ui, das geht ja flott. Heilpflanze mitnehmen hier. Und diese Feuernesseln. So, oh, jetzt kommt 2. Na, haben die Angst bekommen? Los, komm. Jawohl, jetzt kommt nur einer. Ja, aber die Dinger sehen aus wie, keine Ahnung, fette Spinnen mit keine Ahnung was gemischt. Oh scheiße. Oh, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ey, wie der gerade geflogen ist, ne? Oh. Okay. Ah, ich habe keinen Bock hier rohes Fleisch zu fressen. Trank halt. Oh, jetzt hat er bestimmt wieder volle Leben. Oder? Ja. So, ich habe wieder wenig Leben. Oh, ich möchte nicht sterben. Lauf. Ah, ich habe die abgehängt. So, und den nächsten dran gesüffeln. Ich kann die leider nicht mit dem Bogen abschießen, weil ich glaube, das geht nicht wegen dem Panzer. Ich hätte es mal probieren sollen. Ah, der hatte wenig Leben, cool. Okay, hier die 3 Leute. Leute, was für Leute, ey. Bisschen durcheinander heute. Da liegt eine Steintafel, aber die kann ich leider nicht holen, weil die Dinger da, die sind ziemlich stark. Die geben ja, ey. Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht mehr, was ich hier wollte. Das liegt aber daran, dass ich schon halt ein paar Wochen kein Gothic gespielt habe. Ich weiß echt nicht mehr. Ah, der Pirat ist da. Ah, ich muss wieder diese Kreuze suchen da. Ausbuddeln. Warte mal, ich guck mal, was ich für Quests hab. Was mache ich da überhaupt? Was? Das geht nicht mehr weg.
Ah, jetzt, voll komisches Ding. Mal gucken, ob der was zu labern hat, irgendwas Neues. Hey, du. Wo genau hast du nochmal deine Sachen vergraben? Also, auf dem kleinen See mit den zwei Wasserfällen ist eine kleine Insel. Dort müsste ein Versteck von mir sein. Weiter oben auf dem Weidenplateau habe ich auch zwei Stellen, an denen ich was vergraben habe. Die eine Stelle ist hinterm Bauernhof da oben und die... Ja, ja, geh nicht auf den Sack, ey. Das ist ein komisches Gelaber, ey. Komisch. Oh, Pilze! Yay! Komischer Piratenakzent. Ich kann kaum auszuhalten, ey. Und diese Hitze in meinem Zimmer ist ganz schön heiß hier. Ja, bisschen komisch, wie ich von Piratengelaber auf einmal auf Hitze komme. Naja, mein Zimmer ist ziemlich warm hier. Ich kann mein Fenster nicht so weit aufmachen, weil sonst mein Kater rausrennt. Ey, ich habe echt keinen Plan, was ich hier wollte. Das ist so scheiße. Jetzt renne ich hier nur planlos rum, ey. Ich glaube, ich gehe wieder zurück. Ich glaube, ich wollte sogar nur leveln. 20 Fähigkeitspunkte, ich meine natürlich Lernpunkte. Oder? Nee, ey. Ich habe keinen Plan, was ich da wollte. Allgemein, ey, ich laufe in Gothic laufe ich so viel rum hin und her und dann vergesse ich, was ich will. Und dann in dem Moment renne ich den ganzen Weg zurück. Und dann, wenn ich wieder weg bin, komplett weg. Also jetzt komplett, Mann, ey. Oh, wie soll ich das sagen? Wenn ich da war, wo ich vorher war. Ich hoffe, man hat es verstanden, ey. Oh. Habe ich den hier übersehen oder was? Der kriegt jetzt gleich auf die Fresse. Ach so, genau. Wenn ich dann weg bin, dann fällt mir ein, was ich da wollte. Das bin mir immer so. Das ist so nervig. Ich guck mal lieber noch die Quests an. Ja, Boss Bogen. Ah, okay, die Quest kann ich machen mit dem Baldraham-Händler da. Oh, ein Sternstopp. Soll mal wieder hell werden. Das geht etwas auf die Nerven. Ey, das ist dem Typ in... Ah, eine Blume. Fernessel. Das ist dem Typ, nicht irgendwann die Beine wehtun. Das ist echt... krass. Ich meine, ich laufe die ganze Zeit hin und her, hin und her. Und ich werde im nächsten Part, muss ich wieder dahin. Wenn mir dann einfällt, was ich da wollte, ey. Ganz schön blöd, naja, aber der Anfang von Gothic ist schon etwas langweiliger. Man muss halt echt hin und her. Als Spieler wird es echt spannend, finde ich. Ist halt ein cooles Spiel. Ah, eine Fliege. Die nehme ich mal mit. Zwei sogar. Ich hoffe, ich sterbe nicht jetzt. Oh, 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 oh. Ja, komm, verreck, verreck. Die wollen mich doch verarschen. Ich meine, das sind Fliegen, ja. Und ich kassiere von denen. Das ist echt traurig. So, jetzt bin ich endlich wieder hier in der Stadt. Und der Typ da, ey, glotzt so hässlich. Oh, die sind ja alle Pension. Die sind alle pennen gegangen. Ist hier der Typ, den ich suche? Was hast du hier? Ah, beruhigt, ich will nur pennen. Ey, dass der einfach so mit Klamotten und Schuhen schläft und ohne Decke, ohne Kissen.
Keine Ahnung, ich könnte es nicht. Ich steck fest im Tisch. Na bitte, geht doch. Da, was die alle von mir wollen. Du handelst mit Piraten. Was? Wer hat dir das erzählt? Ich habe mich mit einem von ihnen unterhalten. Er scheint in seiner Bucht auf dich zu warten. Was willst du machen? Es sind harte Zeiten. Jeder muss sehen, wo er bleibt. Ich weiß nicht. Ich bin ja bei der Miliz. Soll ich den verpetzen oder nicht? Warte mal. Moment. Hast du keine Angst, erwischt zu werden? Das kann passieren. Du hast es ja auch herausgefunden. Aber du hältst doch dicht, oder? Ich habe was anderes gehört. Er erzählt alles mit. Was weißt du über die Piraten? Sie leben in einem abgelegenen Teil der Insel Korinis. Soviel ich weiß, kann man den nur mit einer Kogol, einem Schiff, erreichen. Die Bürger von Korinis fürchten sich vor ihnen, auch zu Recht, weil sie im Grunde ein Haufen übler Halsabschneider sind. Aber wenn du mich fragst, sind sie bei Weitem nicht so schlimm wie die Banditen. Womit handelt ihr? Womit handelt ihr? Ich versorge sie meistens mit Nahrung. Und von ihnen erhalte ich dafür den besten Rum, den man in Korinis kriegen kann. Ich glaube da nicht dran. Ich könnte den Handel für dich abwickeln. Das wäre gut. Ich kann Korinis zurzeit nicht verlassen. Hier, nimm dieses Päckchen und sag Skip, dass er mit dem Rum diesmal nicht so knausern soll. Drei Flaschen sollten es schon sein. Das war alles, was ich wissen wollte. So, jetzt gleich zu Skip latschen. So, ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, ob ich die Sachen, die da die Leute labern, ob ich die vorlesen soll. Und Innos in seiner Weisheit. Das Spiel ist schon cool so mit drei Göttern. Für die Leute, die es nicht wissen, es gibt einmal Innos, den Feuergott. Scheiße, ich habe... Ah, okay, doch. Dann gibt es noch Adanos, den Wassergott. Und dann gibt es noch Belia, den bösen Gott. Also Innos sozusagen die gute Seite. Belia die böse Seite. Und Adanos so das Mittelding. Ui, wie ich hochfliege, wenn ich hier rüber springe. Zack. Und Körper. Ist bestimmt schwierig, mit so einem Schwert und so einer Rüstung zu schwimmen. Ah, da oben ist der Leuchtturm, da muss ich auch noch hin. Wenn ich ein bisschen stärker bin, weil da sind Banditen und die sind ziemlich mies. Also mies im Sinne von stark. So, hier, der Typ sitzt immer noch rum. Ich habe ein Paket von Baldram für dich. Was denn? Jetzt schickt er schon einen Laufburschen zu mir. Er hat die Hosen gestrichen voll, was? Naja. Was will man von so einer Händlerpfeife auch erwarten? Er sagt, er will drei Flaschen von deinem Rum dafür. Das hätte er wohl gerne. Erst lässt er mich hier ewig warten, kommt nicht einmal persönlich und stellt obendrein noch Forderungen. Hier, gib ihm zwei Flaschen, damit soll er zufrieden sein. Zwei Flaschen Rum. Ey, jetzt mach ich hier einen auf Laufbursche, nur damit ich XP kriege, ey. Ich glaube, es hackt. Ich weiß echt nicht, warum, was ich da hinten wollte. Ah, da unten war ein Boot. Das muss irgendeinen Grund haben, dass ich da hingelatscht bin. Oh Mann, ich glaube, jetzt weiß ich's. Ich sollte eine Ablösung für Laris suchen. Glaube ich. Bin der Typ hier. Mir fällt das jetzt ein, bevor ich wieder hier bin.
Genau das meinte ich. Das ist bei mir echt immer so. Müsst ihr euch mit abfinden. Oh Mann, es leckt gerade ein bisschen. So, ich guck mal kurz auf die Uhr. Okay, gut. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Oder ich. Ey, was die Leute für Hobbys haben, dass sie dem Typen da den ganzen Tag zuhören. Der Typ labert immer das Gleiche. Dass es nicht auf die Nerven geht. Er hat mir allerdings nur zwei Flaschen gegeben. Verdammt teuer, was bildet sich dieser Kerl ein? Ach, gib schon her. Viel kann ich dir dafür jetzt nicht geben. Das hier muss dir reichen. Boah, heftig, 10 Gold. Puh. So, Moment mal. Ich glaube, ich kann schon... Warum hab ich denn den hier? 15 Stärkpunkte und die... Die gönne ich mir jetzt einfach mal. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, für was habe ich die Lernpunkte gespart? Ist halt ein bisschen scheiße, weil ich lange Zeit nicht gespielt habe. Ich habe keine Ahnung mehr. Na, ich lerne einfach Stärke, dann habe ich ein neues Schwert. Bestimmt für irgendeine wichtige Fähigkeit. Kann ich mir echt gut vorstellen. Und ich gehe jetzt und gehe mies pumpen. Mann, ey, die Dächer sehen echt auch alle kaputt aus. Was führt dich in diese Homogene? Was suchst du? Ich sehe mich nur mal um. Aha. Hä? War ich nicht schon mal bei dem? Kannst du mir was... Ach, ich habe vom... wenn du das... Aber wenn... Na, ich überspringe das jetzt mal, weil ich glaube, ich war da bei dem schon mal. Ich will der zockt mich ab, der Pisser, der will nochmal Geld von mir. Ich will ja, stärker werden wollen wir alle. Komm wieder, wenn was? Mir fehlen doch jetzt nicht ernsthaft 5 Lernpunkte, oder? Oh Mann. So eine Abzocke. Ich hatte doch mal so einen Stärkegürtel. Oder habe ich den auch verloren? Nicht verloren. Keine Ahnung. Ich habe hier Fälle. Kann ich noch zum Bosspa gehen? Dem Bogner. Der Typ wartet bestimmt schon auf mich. Auf seinen Lehrling. Ja, ich sprich mich an. Ich habe hier ein paar Fälle für dich. Wolfsfell, das ist gut. Gute Arbeit. Wenn du mehr hast, komm zu mir zurück. Yay. 40 Gold. Wie viel Gold habe ich denn? 1000. Mensch, da kommt ganz schön was zusammen. Ich habe mir das schon gedacht. Ah, ich kann ja hier die Quests abrackern. Iskarot. Oh Mann. Jetzt weiß ich, was ich wollte. Das hat er doch vorher gewusst. Ich muss zu Iskarot. War ich nicht auch schon mal bei dem? Oh Mann. Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Im letzten Part muss ich doch nochmal noch dahin spielen. Vielleicht habe ich da ein paar Sachen vergessen. Oh Mann, ey. Nicht ganz schlau von mir. Tut mir echt leid, aber... Tja. Müsste mich halt länger ertragen. Sind halt ein paar... Oh, ey. Sind halt ein paar Parts mehr dann am Ende. Dieser Part ist echt ein bisschen chaotisch. Versprecher,
dummes Hin- und Hergerenne. Und noch mehr Versprecher. Ey, ich gehe jetzt wieder hier lang. Also wäre ich dieser Held hier, ich würde mich so blöd fühlen. Ich habe echt null Ahnung jetzt, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Mein letzter Part war ja ziemlich kurz. Ist aber schon spät jetzt. Und ich glaube, ich mache gleich Schluss. Aber auch nur gleich. Ich renne noch ein Stück, damit ich das nächste Mal nicht noch rennen muss. Der Typ sitzt immer noch hier, hat voll keine Hobbys. Ja, juckt dir das Bein. So, ich glaube, Iskarot ist hier. Okay, ich glaube, zu Iskarot gehe ich noch. Hä, ist das überhaupt hier, dieser Iskarot? Ey, der Name alleine schon ist scheiße. Ja, das Vogelzwitschern. Ey, ich hoffe, der Typ ist das hier. Hey. Oh mein Gott. Möge Innos allzeit. Scheiße. Ich bin gerade den ganzen Weg umsonst hier lang gegangen. Wenn mir aufgefallen ist, ich war doch schon hier. Aber ich habe Vatras nicht den, das irgendwie gesagt oder so, dass ich hier schon war. Das heißt, ich bin jetzt nochmal umsonst hierher gelaufen. Naja, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, auch wenn der Part ein bisschen, naja, ungewöhnlich war. Ich glaube, ich renne jetzt erstmal wieder zurück in die Stadt. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Tschüss.